mein Name ist Anja Sattler, ich bin eure Schneidermeisterin und möchte euch gerne begleiten als Expertin auf dem Weg zum großen Tag. Heute möchte ich euch mit einem Problem bekannt machen oder euch auch die Lösung geben, mit dem ich gerade selber konfrontiert wurde, weil meine Tochter hat aktuell geheiratet und das Problem heißt, wie bekomme ich das Kleid in den Flieger? So, und zwar geht es darum, das Brautkleid hat ja ein ziemliches Volumen oftmals. Wenn ihr ein ganz schlichtes Brautkleid habt, überhaupt kein Thema. Wenn ihr easy Stoffe habt, könnt ihr einen Koffer tun und es so transportieren. Das ist wahrscheinlich gar kein Problem. Aber viele Bräute, und das kann ich eben auch sagen, möchten ihr Brautkleid mit in die Kabine nehmen. Das heißt mit ins Flugzeug, weil es könnte ja mal sein, dass ein Koffer verloren geht. Da haben wir natürlich dann eine Herausforderung. Wie wird es verpackt? Was sage ich der Airline? Was kostet es? All diese Themen. Und damit habe ich mich ganz aktuell nämlich befasst, weil, wie gesagt, meine Tochter heiratet und ich jetzt gerade dabei bin, das Kleid zu verpacken. Also eine Anfrage bei der Airline hat ergeben, dass wenn ich das Kleid mit in die Kabine nehmen möchte und das Kleid gewisse Ausmaße hat, ich tatsächlich ein zusätzliches Ticket buchen muss. Also rein theoretisch könnte das Brautkleid auf einem Sitz mitreisen, aber ist ja völlig utopisch, kostet nochmal ein extra Ticket, völlig verrückt. Also gerade, ich habe jetzt wieder eine Braut gehabt, die auf die Malediven fliegt, das wird ein richtig teures Kleid. So, also, da habe ich natürlich nachgefragt, wie das ist mit einem Kleidersack. Ich habe hier einen Kleidersack, das ist auch ein Yes to the Dress Kleidersack, der hat nämlich die richtigen Normmaße und darauf kommt es nämlich an. Das heißt, es ist möglich, einen Kleidersack mitzunehmen, mit in die Kabine, wenn er zusammengefaltet ein bestimmtes Maß hat. Und zwar kann man den einfach mal hier so doppelt legen und dann darf er das Maß haben 57 cm mal 54 cm und jetzt kommt es drauf an, in der Breite darf er maximal 15 cm sein. Das ist natürlich hier weniger, wie ihr seht, das ist so ungefähr 7-8 cm. Aber wenn wir natürlich das tolle Brautkleid, hier hängt das meiner Tochter, das ist das Modell Emily aus unserer Kollektion, Yes to the Dress. Wenn wir das verpacken, diesen wunderbar aufgebügelten Schleier, dann den kleinen Petticoat und noch so ein kleines Shrug, da haben wir natürlich ein ziemliches Volumen und wenn wir das reinhängen und falten, ist es wahrscheinlich gerade Maximum 15 cm breit. Also, mein Tipp an euch ist, überlegt euch genau, ihr wollt das Kleid mitnehmen in die Kabine, schreibt eine E-Mail an die Airline, das habe ich auch getan. Und dann hat die Airline gesagt, okay, ihr müsst ein Ticket kaufen oder ihr verpackt es in einen Kleidersack, der die Maße hat, 57 x 54 x 15 cm. Der muss zusammenklappbar sein, ganz wichtig, und er darf nicht mehr als 8 Kilo wiegen. Eine weitere Herausforderung. Also nehmt das Kleid, unterschätzt es nicht, es hat ziemliche Kilos, weil es sind ganz, ganz viele Meter Stoff. Wiegt es, ja, es gibt solche Handwagen, habe ich mir mittlerweile auch zugelegt vor jedem Urlaub. Wiegt das Kleid, ganz wichtig. Und wenn ihr einen Kleidersack mitnehmt, ist das Handgepäck. Das heißt, ihr dürft kein weiteres Handgepäck mitnehmen. Außer noch eine kleine Handtasche für die Lady oder halt vielleicht einen kleinen Rucksack für den Mann. Also das heißt, ihr müsst noch beachten, dass ihr das weitere Handgepäck im Prinzip dadurch negiert habt. Ihr habt nichts weiteres zur Verfügung. Jetzt stehe ich tatsächlich persönlich vor der weiteren Herausforderung, was mache ich mit meinem Kleid? Und ich nehme natürlich noch weitere Kleider mit, weil man hat ja immer so ein bisschen Angst, dass der Koffer verloren geht. Und dann mache ich das natürlich das gleiche Spiel. Das heißt eben, ich verzichte komplett auf mein Handgepäck. Ja, ich hoffe, dass ich euch heute mit dieser Lösung wirklich helfen konnte. Und ich weiß, viele wollen ihr Kleid mitnehmen in die Flitterwochen oder ins Fotoshooting oder heiraten auch dort oder heiraten einfach in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt. Und wenn euch das Video gefallen hat, geholfen hat vor allen Dingen, dann gerne Daumen hoch und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Unten im Link zeige ich euch dann noch, wo ihr die Kleidersäcke bestellen könnt, die genau der Norm für die Airlines entspricht. Und ich wünsche euch gute Reise!